Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben den Monatsreport für euch vorbereitet und zwar vom Februar 2016. Kurzer Monat, aber etwas länger als die normalerweise. Wir hatten Schaltjahr, das heißt, wir hatten 29 Tage. Ja. Die haben sie auch genutzt bei Cloud Imperium Games für viele Inhalte. Wir fassen euch den Monatsreport hier mit wirklich einigen Stichpunkten zusammen. Wenn ihr das Ganze vollständig haben wollt, dann geht doch mal auf SCB. Innerhalb des Monats kommt dann dort auch der Monatsreport jeweils für den Vormonat heraus. Die geben sich eine Menge Mühe, um das zu übersetzen. Also das heißt, wenn ihr alle Infos im Detail haben wollt, dann schaut auf jeden Fall mal dort vorbei. Ja, und wir picken uns ein paar Sachen jetzt nämlich raus. Genau. Von den ganzen seitenlangen Sachen, die sie da schön für euch übersetzt haben. So ist es. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Und natürlich wollen wir an dieser Stelle den Monatsreport wie immer nutzen, um unseren Unterstützern bei Patreon mal zu danken. Ganz, ganz herzlichen Dank wirklich für euer Engagement. Nicht nur auch für die finanzielle Unterstützung, die ist eine Sache, aber ihr seid auch selber schon sehr aktiv. Ihr gebt uns ganz, ganz viel Feedback. Ja, danke. Genau, helft uns dabei, die Formate wirklich noch mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ein paar Änderungen einzubringen. Ihr werdet auch diesen Monat noch mehr Möglichkeiten bekommen. Wir haben gerade aktuell ein Gewinnspiel zum Beispiel laufen unter unseren Patreon-Leuten oder eben ein paar Goodies von uns zu bekommen. Vielen, vielen Dank für den Support und an alle anderen da draußen, die uns vielleicht gerne noch unterstützen wollen. Jeder Dollar zählt wirklich. Wir geben uns da viel Mühe, um euch auch wirklich was zu bieten dafür. Behind the scenes, Outtakes, der ganze Kram kriegt ihr auf jeden Fall auf diese Weise mit. Die eigentlich keiner sehen sollte. Ja, genau. Also von daher, seid dabei und für alle anderen, die uns da schon unterstützen, wirklich herzlichen Dank von dem ganzen Team. Ihr macht das alles hier wirklich für die Zukunft möglich. Dankeschön. Und von da aus, würde ich sagen, gehen wir ins Hot Topic. Ja, und was war das Hot Topic im Februar? Klar, der Patch 2.2. Überraschung, Alpha Überraschung. Ist live. Also ja. Für alle Bäcker jetzt verfügbar auf den Live-Servern. Geht rein, testet es, sagt uns auch am besten, was daran gut ist, was noch nicht so läuft, was euch am meisten Spaß gemacht hat und welche Inhalte ihr besonders toll fandet. Genau, Inhalte haben wir nämlich eine Menge. Mhm. Da sind nämlich Schiffe sozusagen neu dazugekommen, das beinhaltet die Saber, das beinhaltet die Kartual, eins Flight Ready, nämlich die Saber und die Kartual in den Hangar. Wir haben zusätzlich ein Schadensmodell für die Freelancer endlich bekommen, das heißt, die platzt jetzt sehr besonders spektakulär. Mhm. Man sieht alle Asteroiden, alles. Genau. Wenn irgendwo ein Schaden daran passiert ist, das wird jetzt detaillierter sein. Mhm. Das war neu, dann erwähnt, Komponentensystem, ja. Genau. Die Kühler, die sind dabei. Als nächstes. Nächstes kommen auf jeden Fall Triebwerke und der ganze genau, Kram. Genau, sagen, ja, ne, genau das wird da was an der Stelle sagen, ja. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Und außerdem das physikalisierte EVA-System ist jetzt auch da sozusagen und wir haben schluss und letztendlich auch noch eine komplett Umgestaltung der Game Map, ne? Also Crusader und Crusader, genau. Mhm. Also die Größe hat sich geändert, der Planet ist kleiner geworden, man kann jetzt drumherum fliegen. Also das hat sich geändert und das, denke ich, ist für euch auch spannend, das mal auszutesten. Richtig, Partysystem, wie gesagt, auch. Dazu haben wir ein Video auch gemacht, wo wir es alles nochmal euch im Einzelnen präsentieren und auch nochmal im Let's Play zeigen, wie es denn eigentlich genau funktioniert. Schaut da mal rein, ist sehr spannend. Und außerdem könnt ihr natürlich auf SCB diese Änderungen verfolgen. Und wir gehen jetzt in die nächste Kategorie und das ist dann das Engineering. Ja. Oh, das Engineering. Und da gab es einen ganz neuen Punkt, der jetzt bearbeitet werden soll. Und zwar kontextsensitives Interaktionssystem. Ja. Langes Wort. Ja, genau, haben wir alle beide fein auswendig gelernt genau. Dafür. So, und die einfache Version, also bisher gab es diesen Use-Button. Sozusagen, der soll bald ausgedient haben und stattdessen soll es jetzt quasi eine einfachere Bedienmöglichkeit geben oder Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, wenn ihr eine Treppe hochgehen wollt, könnte man zum Beispiel jetzt sagen, hey, drücken, ziehen, ja, na, genau. Richtig. Also ihr habt dann sozusagen wirklich der Umgebung angemessenes und dem Gegenstand oder der Aktion angemessenes System. Das soll jetzt, wird jetzt gerade erarbeitet. Da sind sie jetzt schon seit Februar dran, das zu machen, dass man eben verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat und nicht nur einen blöden Use-Button, bei dem man nicht genau weiß, für was er jetzt eigentlich genau. Ist. Ja, also soll den ich auch irgendwie nie sein. Finde und dann immer genau. Links laufe. So ist es richtig. Das soll jetzt einfacher werden und dementsprechend sind wir da sehr gespannt drauf. Weiter ging es auf jeden Fall mit Persistence is coming.
Ring. Da muss man also tatsächlich sagen, das ist ein großer Meilenstein, an dem sie jetzt gerade arbeiten. Das bedeutet also, dass wirklich eure Spieldaten von einer Session auf die nächste Session dann übertragen werden, dass Dinge gespeichert bleiben. Da reden sie jetzt auf erstmal auch Sachen, über Sachen wie zum Beispiel den Gesundheitszustand des Charakters, die Schäden, die am Schiff oder an einem selber passiert sind, dass die halt erhalten bleiben und natürlich auch die Reputationen erhalten bleiben. Ja, aber sie haben auch ganz konkret gesagt, womit sie auf jeden Fall das System einführen wollen, ne? Na klar. Und zwar in Version 1 natürlich mit dem Shoppen. Habe ich wieder ganz geschickt über die zu dir rübergeschickt. Ja, genau. Und apropos Shoppen, dazu soll es auch ein riesen Update geben. Und sie arbeiten ganz fleißig daran, unter anderem an Kasaba Outlet Store. Und da geht es jetzt im Moment darum, wo hänge ich eigentlich die Bügel hin und wo meinen schönen Anzug oder mein Kleid. Ja. Also, habe ich mir gedacht, dass dir das gefällt. Also, dass sie da jetzt du, das ist wirklich da wichtig, wenn der Schrank zu klein ist und du nicht die richtigen Bügel hast, weißt du? Also dann ist es verschenkter Platz und wir haben nicht so viel Platz. Ne? Und doch, in meiner Mustang-Beta habe ich eigentlich in meiner Ecke, aber naja, gut, okay. So, ja. Das, sowas nennt man übrigens in der Fachpresse Organization Porn, wenn man sowas sich gerade anguckt. Ja? Wollte ich nur mal sagen, nein, aber daran arbeiten sie gerade. Genau. Und ich finde die Vorstellung so lustig, wie diese Developer jetzt sich entscheiden, wo jetzt in welcher Bügel in welchen Schrank kommt, finde ich total cool. Ehrlich, großartig. Ja, also wie gesagt, an den ganzen Shops wird gearbeitet, an der Levski-Landezone an den Shops und in der Mall, der Galleria Mall, daran wird gearbeitet, dass das alles vorangeht. Und in dem Zusammenhang auch an der Augmented Reality, die soll angepasst werden, damit wir daran auch mehr Spaß haben. Und vielleicht wird das Ganze dann sogar für 2.3 schon fertig sein. Das wäre auf jeden Fall die große Hoffnung. Und das würde ja auch bedeuten, dass das dann mit Persistence zusammengeht. Da kommen wir gleich nochmal drauf mit einem zusätzlichen Update. Aber ich gehe nochmal auf den First-Person-Shooter-Teil ein. Also da ist ja jetzt die EVA-Mechanik, die neue physikalisierte EVA-Mechanik ist fertig. Das heißt, die Ressourcen, die darauf verwendet wurden, die gehen jetzt direkt in Richtung First-Person-Shooter allgemein. Und da soll es eben darauf hinauslaufen, dass jetzt möglichst schnell alle Features nacheinander nicht nur getestet, sondern auch eingebaut werden können, damit wir relativ schnell zu Star Marine kommen. Und das ist jetzt aktuell der Plan dafür. Und ich glaube, das war es aus der Engineering-Kategorie. Und wir gehen jetzt weiter zu Design and Art. Und da ist unser erster Punkt, die Landezonen. Und ja, an Nyx finden die finalen Arbeiten statt. Da sind sie damit beschäftigt, auch wieder mit Shops und wie man am besten die Kleidung beleuchtet in den Shops, damit man auch alles gut sieht. Ja, Bugfixing, Polishing, das ist da das Stichwort. Und auch auf Lorville, in Lorville, auf Hurston wird gearbeitet. Das Ganze ist jetzt in der Whiteboxing-Phase. Genau. Und sie haben angekündigt, 10 Shops wird es geben. Shops oder Locations, meine Liebe. Okay, oder. Tut mir leid. Na gut, okay. So. Gut, lasse ich mich drauf ein. Ja, also dann wird es auf jeden Fall eine große Auswahl geben. Da war ja der letzte Stand, dass sie sagen, sie haben sozusagen die Blueprints, das Layout angelegt von der ganzen Landezone. Jetzt ist sie im Whiteboxing. Mal sehen, wie es da dann vorangeht und wie es weitergeht. Ich komme jetzt zum prozeduralen Rendering, auch immer ein wichtiger Punkt. Auch da gehen die Arbeiten stetig voran. Da arbeiten wirklich ein festes Team von Leuten daran, das dauerhaft voranzutreiben. Jetzt sieht man es zum Beispiel aktuell schon ganz gut bei den Asteroiden. Das heißt, wenn man da jetzt sich nähert, dann sehen sie am Anfang etwas klotzig aus und noch nicht sozusagen vollständig in der Detailfülle. Und wenn man halt näher rankommt, werden sie größer und dann etwas detaillierter. Genauso soll das im großen Maßstab später mit den Planeten passieren. Und das ist natürlich zusammen mit der Levski-Landezone in Nyx, gemeinsam mit dem Shopping und dem Persistence, was einen so ein bisschen zu der Spekulation verführt, dass man sagt, okay, wenn das jetzt für 2.3 tatsächlich alles was wird, wäre es natürlich der Hammer, wenn sie es nach genau so alles miteinander einführen würden. Das heißt, wir hätten auf einmal die Levski-Landezone, die jetzt final fertiggestellt wird. Wir hätten das prozedurale Rendering dieser Landezone, dazu noch das Shopping-Update und schluss und letztendlich noch die Persistence, damit man es auch behält. Atmen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wild. Aber reine Spekulation an dem Punkt von, wir können uns nur darauf freuen, dass es irgendwann mal so wird. Und von da aus gehen wir jetzt nochmal in Design und Art zu Squadron 42. Genau, in Squadron 42 sieht es folgendermaßen aus. Mehrere Teams aus jedem Studio arbeiten daran, dass das Ganze vorangeht. Und im Moment werden alle Schauspieler quasi wieder zusammengerufen zu sogenannten Pick-Ups. Also wenn ihnen noch was gefehlt hat, ein Satz von Gillian Anderson zum Beispiel, dann wird sie nochmal reingeholt. Und kennst du schon aus der eigenen Branche, ne? Ja, und wie Pick-Ups mal wieder machen muss, ne? Genau. Und das findet gerade statt. Und dann haben sie auch
durchblicken lassen, dass das Ganze in den nächsten Monaten, also Sie haben es gesagt, in the next few months, soll das Ganze Content-Complete werden. Content-Complete ist ein wichtiger Punkt. Ne? Das bedeutet, dass alles fertig ist, alle Inhalte da sind, alle Features da sind, dass das alles, alle Schiffe sind bereit, alles soweit fertig ist. Wenn das jetzt wirklich in den nächsten ein, zwei Monaten, so wie sie sich ausdrücken, eben next few months würde sowas sozusagen signalisieren, dann könnte man wirklich sagen, danach geht es dann wirklich nur noch ins Bugfixing, ins Polishing rein und dass es einen Cinematics-Log gibt, das heißt, dass auch alle Spielsequenzen, Filmsequenzen auch da fertig und final sind. Es geht dann tatsächlich wirklich nur noch um die Detailarbeit. Das bedeutet, es könnte sich wirklich darauf hinauslaufen, dass wir Squadron 42 eher früher als später dieses Jahr sehen, zumindest den ersten Teil. Daumen drücken, Leute. Und das fände ich ja den Hammer. Ja, das wäre auf jeden Fall irre, ja, da wären wir uns sehr gespannt. Gerne unterwegs. Genau, so ist es. Und apropos Complete und in Bezug auf Schiffe, da gehen wir jetzt nämlich in die letzte Kategorie rein und das ist dann Ships, ja. Und da gibt es auch einige coole Sachen, die zu berichten sind. Ich fange mal an mit dem, was mir am besten gefallen hat, und zwar mit der Idris, die im Flight-Test ist. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet, da gibt es jetzt Developer-Crews, die paar Glücklichen, die sich zusammenfinden können und in dem eigenen Cloud Imperium Games Public Test Universe sozusagen, also nicht Public, sondern Test Universe, dort bereits die Idris bemannen und testen. Und zwar in Bezug auf Stats, in Bezug auf ihre Funktionalität und ihre Modularität und den ganzen Kram. Das heißt, es wird jetzt aktuell in Engine schon gemacht. Passend dazu, schaut euch mal in das Showcase rein, was wir auch zur Idris gemacht haben. Da stellen wir das Ding nämlich vor. Ja, und wer noch außer uns davon profitiert, dass die Idris ziemlich weit ist, das ist das nächste Schiff, und zwar die Javelin. Ja, genau. Die profitiert nämlich deshalb davon, weil sie vom gleichen Hersteller ist. Ne? Also Aegis. Mhm. Und ja, weil dieses ganze Designkonzept eben schon vorhanden ist, dadurch können sie es einfach übertragen auf die Javelin. Und von daher könnte es auch sein, dass kurz nach der Idris auch vielleicht schon die Javelin parat steht, da ja alle Module kombinierbar sind und die Innenräume und nicht mehr so viel Arbeit vorhanden ist. Das ist der große Vorteil an diesem System, haben sie selber so geschrieben. Es ist natürlich ein größeres Schiff, das wissen wir auch, und ist ein bisschen anders aufgeteilt, aber nichtsdestotrotz könnte es sein, dass es beides relativ nah beieinander rauskommt. Übrigens, dazu haben wir auch ein Showcase gemacht, guckt da mal rein, stellen wir die Javelin dann nämlich vor. Ja, und von da aus gehen wir noch eine Größenklasse größer, und zwar zum Bengal Carrier, zum Trägerschiff. Mhm. Ja, und der wurde in die Engine gebracht, ne? Also da hast du ja, der strahlt da wieder. Und das ist ja das große Aushängeschiff. Erster Trailer dazu wurde gemacht. 800 Mann können da vielleicht dann mal an Bord gehen oder sollten an Bord gehen, weil ansonsten funktioniert ja nämlich gar nichts. Und ja, und die Variante, Gemini-Variante dazu? Nee, da kommen wir gleich noch drauf. Das hast du jetzt gerade durcheinander geschmissen. Das ist nämlich die Starfarer, bei der wir dann sind. Genau. Zum Bengal kann man eigentlich nur noch sagen, der ist sehr, sehr groß. Und dementsprechend wird es auch sehr, sehr lange dauern, bis er wirklich fertig ist. Aber zumindest wird er jetzt gerade ins Grid-System, so ins Mapping eingeführt. Genau. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, die den auch du sehr meintest, groß ist, deswegen. Starfarer, richtig, genau. Die immer, wo die Hangar ausgebaut werden müssen, weil die sonst nicht reinpasst, genau. Und da so gab es die Gemini-Variante. Genau. Und für alle Fans dieser Variante kann man da sagen, nicht nur soll die Starfarer jetzt wirklich mit Patch 2.3 kommen, denn sie ist in ihrer Basisversion fertig, haben sie so geschrieben im Monthly Report, sondern als eines der wenigen Schiffe wurde dort auch schon an der Variante, nämlich der Gemini, gearbeitet. Die ist nämlich für Squadron 42 wichtig und könnte dementsprechend als eine der ersten Varianten wirklich früh ins Spiel kommen. Warten wir es mal ab. So ist es, so sieht es momentan aus. Und das nächste, was mich interessiert hat, war dann die Reliant. Genau, die Reliant, die ist jetzt nämlich sozusagen in einer Flight-Prep-Phase abgeschlossen. Also das Ganze wurde jetzt abgeschlossen. Die Developer nennen das Ganze Flight-Prep-Phase, wenn sie sagen, sie muss nicht vielleicht erstmal in den Hangar, sondern kann gleich flight-ready werden. Mhm. Und das soll wahrscheinlich passieren mit der Reliant. Ne? Das haben wir ja auch irgendwie schon mal in den letzten Reports spekuliert. Ja. So ist es, genau. Sie testen also alle Ingame-Eigenschaften des Schiffes. Das heißt, wie fliegt sie sich, wie bewegt sie sich, wie sehen die Displays aus. All das wird jetzt schon aktuell getestet, was halt sie auch selber Flight-Preppender sagen. Das heißt, zwischen den Zeilen könnte man ganz gut lesen, dass es da nicht nur darum geht, dieses Schiff wirklich in den Hangar zu kriegen, sondern es gleich so zu machen. Funktional zu machen. Dass wir sie als Backer auch wirklich im Flug erleben können. Und das wäre natürlich großartig. Vielleicht für 2.3, wir werden es dann erfahren. Aber zumindest deutet der Monatsreport darauf hin. Ja. Und als letzten Punkt zu den Schiffen die Caterpillar.
Die ist jetzt in der Whiteboxing-Phase und die wurde vergrößert. Ja. Wie groß, wurde noch nicht geäußert, aber auf jeden Fall größer ist ja immer besser. Ja, so ist oder, es. Naja, gut. Okay. Das ist auch. Ja, ist ja nicht schlimm. Finde ich super, großartig. Kommen wir mal zur Interaction. Ich wollte dazu jetzt gar nichts mehr sagen. Hätte mir jetzt nur eingefallen, ich wollte dir das jetzt auch nicht in den Mund legen, aber das ist egal. Wir machen jetzt direkt weiter mit Interaction. Ja. Und zwar, haben wir die Frage, nämlich das, was ich sozusagen euch mal in den Mund legen möchte. Und zwar, welches Format von uns, das ist sozusagen euer Favorite momentan? Da wollen wir euch gerne mal wirklich zu befragen. Wir haben jetzt viele verschiedene. Wir haben Let's Plays, wir haben Showcases, wir haben unsere Verse Reports und sowas alles. Und da wollen wir euch eine kleine Liste geben, dass wir sagen, so jetzt choose your favorite sozusagen, dass man da mal abstimmen kann drauf. Ja, und ja, damit wir auch wissen, wo wir, in welche Richtung wir weitergehen sollen und was euch am meisten interessiert und Spaß macht und wie wir euch sozusagen eine Freude machen können. So ist es. Also stimmt darauf ab, kräftig auf Google+. Für uns ist es immer sehr wichtig, euer Feedback zu erhalten. Ja, und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind mit dem Monatsreport durch. Wie gesagt, wir sind sehr gespannt, was mit 2.3 kommt. Mein Guess ist ja auch wirklich, dass ihr jetzt mit jedem Patch, der im Monat so kommt, 2.3, 2.4, immer so ein großes Ding mit einbauen. Ne? Wie jetzt zum Beispiel Shopping, wie jetzt zuletzt das Reputationssystem und sowas ja, alles. Ne? Könnte man sich schon vorstellen. In dem Sinne, bleibt dran. Abonniert unseren Channel, wenn ihr auf jeden Fall up-to-date bleiben wollt. Dann guckt nochmal in die Kommentare und schreibt uns ein paar, wenn ihr uns unter was hinterlassen wollt. Liked oder disliked uns. Und wie am Anfang der Episode schon gesagt, wenn ihr uns selbst persönlich als Channel in unserer Arbeit unterstützen wollt, schaut mal bei Patreon vorbei. Wir sind da sehr, sehr dankbar für. Vielleicht findet ihr ja was, was wir uns unterstützen könnt. Und das würde uns sehr freuen. Gut. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank. Wir sehen uns nächsten Monat. Jawohl. Und mit natürlich ansonsten nächste Woche wieder mit weiteren Updates im SCB-Verse Report. Und ja, Cecilia und Sawyer verabschieden sich von diesem Monatsreport mit einem gemeinsamen See you on the flight deck.